Meine Lieben, wenn ich so weitermache, dann muss ich eine neue handwerkliche Tätigkeit lernen, und zwar das Bauen eines Kleiderschrankes. Ja, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Ich habe bald viel zu viele selbstgestrickte Klamotten in meinem Schrank. Hallo, meine Lieben, und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nadine, ich bin das Gesicht hinter Schibotgarne, eure Anlaufstelle für handgefärbte Wolle und mehr. Und über alles, was ich heute sprechen werde, findet ihr unten in der Infobox eine ganze Liste mit Links. Das heißt, wenn ich euch zu schnell spreche oder etwas vergesse, dann guckt da unbedingt unten nach. Dort findet ihr alle Verlinkungen zu meinen Projekten auf Ravelry, aber auch zur Anmeldung des Newsletters und zu meinem Shop, in dem ihr unter anderem diese handgefärbte Wolle da findet. Also unbedingt unten klicken. Und falls ihr irgendwas anderes wissen wollt, dann nutzt immer die Kommentarfunktion und schreibt. Ich bemühe mich wirklich, jedem zu antworten. Und ohne lange Umschweife möchte ich auch gleich starten und euch meine aktuellen Projekte zeigen, an denen ich arbeite. Und ich spitze auf meine Liste. Es sind tatsächlich 7 Stück an der Zahl. Wobei das erste Projekt, das ich euch zeige, an dem habe ich gar nicht gearbeitet. Aber ich zeige es, weil ich damit etwas vorhabe. Die Rede ist von meiner Granny Squares Decke. Ich habe euch schon beim letzten Mal den Fortschritt gezeigt und ich werde auch an dieser Stelle stoppen und erstmal an der Decke nicht intensiv weiterarbeiten. Das heißt, es könnte jetzt durchaus sein, dass ihr das gute Stück jetzt erstmal für eine Zeit lang nicht mehr sehen werdet, denn ich finde es ein bisschen albern, euch jedes einzelne Quadrat irgendwie vorzustellen, ist zu langweilig. Also erst wenn ich wieder ein bisschen mehr an Fortschritt zu zeigen habe, möchte ich euch das Projekt vorstellen. Da aber einige neue Gesichter hier auf dem Kanal sind, einmal im Schnelldurchlauf, was ich da mache. Und zwar ist es so, dass ich Reste, Wollreste, Sockenwollreste verhäkle. Und zwar zu so einem kleinen Granny Square. Dann umrande ich das einmal mit Weiß und dann wird das Ganze auch noch zusammen gehäkelt. Dann habe ich 4er-Blocks und aus den 4er-Blocks mache ich dann eben eine Granny Square Stick. Also das hier war mal ein 4er-Block, ist zusammengefügt mit dem 4er-Block und so wächst und wächst die. Und ich habe ein bisschen mit mir rumdebattiert und dank euch lieben Zuschauern habe ich mich dafür entschieden, die Decke von der Mitte heraus zu arbeiten. Denn dann kann ich die von der Größe her etwas besser anpassen und muss auch nicht so planen, weil ich ja so ein bisschen tick, dass jetzt Gelb nicht neben Gelb sein darf. Wenn ich von der Mitte raus arbeite, fällt es mir leichter, die einzelnen Teile anzufügen. Wie ich die genau häkel, das findet ihr auf meiner Ravelry-Projektseite, die ich eben unten verlinkt habe. Dort zeige ich oder verlinke das Tutorial fürs Granny Square, die Umrandung und eben das Zusammenhäkeln, falls ihr Lust habt, auch eure Sockenwollreste in sowas zu verwandeln oder andere Reste. Das heißt, es war jetzt erstmal das letzte Mal für ein bisschen länger, dass ihr dieses Projekt gesehen habt, denn ich muss jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Reste sammeln und werde nur so nebenbei ein bisschen dran arbeiten. Und wenn dieses Teil dann hier gewachsen ist und ich denke, jetzt macht Sinn, euch das Ganze mal wieder zu zeigen, dann kommt es wieder vor die Kamera. Aber jetzt läuft es erstmal nur hinter den Kulissen weiter, denn ja, jedes einzelne Quadrat vorstellen, finde ich, wie gesagt, ein bisschen albern. Kommen wir zu meinem zweiten Projekt und das sind Socken und tatsächlich das einzige Sockenpaar, das ich aktuell auf den Nadeln habe. Die Rede ist von den Februar-Club-Socken. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie weit ich bin und dann rede ich ein bisschen mehr drüber. Also hier die Februar-Club-Socken. Einmal und zweimal. Ich habe in der letzten Episode gemeint, mein Ziel ist es, die fertig zu bekommen. Hat nicht geklappt. Warum? Werdet ihr im Laufe der Episode sehr wahrscheinlich verstehen. Mir ist da irgendwie was dazwischen gekommen. Ja, ich verstricke hier den Schibotgarne Sockset Club Quartal 1 Februar. Ups, das ist Falklandwolle mit 400 Meter Lauflänge, 80% Falkland, 20% Polyamid. Und die Farben sehen eben so aus. Das war der 100 Gramm Strang und das der 20 Gramm Mini dazu. Den Sockset Club verlinke ich auch mal unten, denn Ende März geht es auf für die Mitgliedschaften für Quartal Nummer 3. Und da ist es sinnvoll, wer da Mitglied werden möchte,
den Newsletter zu abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wann die Mitgliedschaften wieder offen sind. Ja, man erhält dann nämlich 3 Socksets, also 3x 120 Gramm pro Quartal, für jeden Monat ein Sockset. Und mein Ziel ist es ja, jeden Monat schön fleißig mitzustricken, aber nicht nur mitzustricken, sondern mir eben neue Strickanleitungen einfallen zu lassen. Und das ist jetzt eben Variante Nummer 2. Und auf dem Sockenbrett sieht man es leider nicht so schön. Auf dem Oberfuß, komplett von oben nach unten, verläuft ein wunderschönes Zopfmuster. Ja, von oben nach unten. Und jetzt bin ich gerade mal bei Schaft Nummer 2. Das heißt, ich muss da jetzt eine Menge Gas geben, denn die sollten ja eigentlich im Februar fertig werden. Also muss ich jetzt eine Menge Gas geben, denn der März will ja auch verstrickt werden. Ich hinke also in meiner Planung ein bisschen hinterher und habe die Wolle für den März noch nicht mal gewickelt. Also, ich zeige euch jetzt nochmal das hier und diesmal aber wirklich bis zum nächsten Mal habe ich die Februarsocken fertig. Und jetzt zeige ich euch einen kleinen Plan, was ich im März verstricken möchte. Und zwar kann ich euch nun, weil März ist, auch die Märzwolle zeigen. Also von Quartal 1, das dritte Sockset, haben wir hier. Ich drehe es einmal. Ja, wir haben hier Yak. 70% Merino, 20% Yak und 10% Polyamid. Und ich freue mich unglaublich auf das Verstricken. So viele schöne Farben sind hier drin. Ja, ich habe schon ungefähr eine Idee, wie meine dritte Designvorstellung so aussehen wird. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Erstmal die Februarsocken fertig bekommen und dann darf ich die hier wickeln und anschlagen. Und ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Episode schon Anschlag zeigen kann. Und wenn nicht, dann zumindest die gewickelte Wolle, damit da ein bisschen was vorangeht. Aber der Grund, warum so wenig vorangeht, sind die nächsten 5 Projekte. Meine nächsten 5 Projekte sind nämlich tatsächlich alles Oberteile. Und wer die letzte Episode gesehen hat und die vorletzte, weiß, dass ich jetzt anscheinend wöchentlich ein neues Oberteil anschlage. Oh, und eigentlich, war das Ganze nicht so geplant. Aber ich zeige euch mal jetzt, wie ich so vorankomme mit 5 Oberteilen auf den Nadeln und ob die überhaupt irgendwann mal fertig werden, ist ja hier auch die Frage. Ja, deswegen starte ich als erstes mit meinem Scrappy Halloween Poncho. Ja, er wächst und wächst und wächst. So, jetzt seht ihr mal komplett, wie weit der ist. Ich rutsche mal ein kleines Stück zurück und stehe mal auf, damit ihr euch die Länge ungefähr vorstellen könnt. Ja, hier ist mein Nabel. Ich bin also schon über meinem Nabel drüber, ungefähr. Das ist nicht schlecht, denn so viele Farben kommen dann nicht mehr. Ich verstricke hier aus der Halloween Collection die Reste, die ich für einen Le Halloween Puff, den werde ich auch unten verlinken, verwendet habe. Und da sind einige Reste übrig geblieben. Und hier mal 2 zum Beispiel. Und ich halte den Faden doppelt mit der Extraklasse, ein Mohair Lace Garn, in Schwarz. Weil in all diesen Färbungen ist eben Schwarz drin, dann bietet sich natürlich Schwarz als Beilaufgarn an. Und ich stricke mit 6 mm Nadeln und erhalte ein wirklich luftiges Maschenbild. Und verstricke jetzt eben die Reste in umgekehrter Reihenfolge. Also ich fange mit Lila an, die sind so Regenbogenfarben, ne? Lila, Pink, Türkis, Grün. Und jetzt habe ich mit dem gelben Teil begonnen. Und jetzt werden die Reste auch wieder größer, denn den Cardigan, den ich damit gestrickt habe, habe ich ja umgekehrt gestrickt. Und oben braucht man ja weniger Wolle. Das heißt, da hatte ich mehr Verbrauch. Weniger Verbrauch und jetzt eben dann mehr Verbrauch für unten. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Episode besser erklärt, falls ihr die nochmal anschauen wollt. Genau, und für diesen Poncho gibt es keine Anleitung. Ich habe in der letzten und vorletzten Episode ziemlich genau erklärt, wie ich den stricke.
Ich habe eine bestimmte Maschenanzahl angeschlagen. Ich glaube, es waren 84 Maschen. Habe den Vorder- und Rückenteil aufgeteilt und an den Seiten stricke ich über 7 Maschen ein 1 rechts, 1 links Muster und nehme in allen 2 Runden eine Masche vor und nach diesem 1 rechts, 1 links Muster auf, damit er eben immer breiter und breiter wird. Poncho hat keine Ärmel, das heißt, es ist jetzt einfach nur glatt rechts in der Runde stricken. Und das letzte Mal habe ich ja gemeint, dass ich euch vielleicht zeige, woran man denn erkennt, ob man in einer Zunahmerunde ist oder nicht. Für all diejenigen, die Strichlisten nervig finden und auch nicht unbedingt mit so Fortschrittsmarkern. Habe ich überhaupt noch einen drin? Ich habe gar keinen mehr drin. Mit so Fortschrittsmarkern arbeiten wollen. Ja, ihr findet nächste Woche am Mittwoch ein kleines Tutorial hier auf meinem Kanal und ich zeige euch anhand von diesem Projekt, wie ihr eine Zunahme erkennt und somit wisst, muss ich eine stricken oder muss ich gerade keine stricken. Ich hoffe, euch gefällt das. Ja, also das Teil wächst. Ich habe jetzt nur noch 3 Farben vor mir. Ich habe noch Gelb, Orange und Rot und stricke einfach munter drauf los. Und dann kam ein ganz kurzer Nadine-Gedanke. Kann ich wirklich ein rotes Bündchen unten machen? Oder gucke ich mal, ob ich irgendwo noch schwarze Wolle finde, damit das Bündchen in schwarz ist. War jetzt noch so ein Schockgedanke, weil ich dachte, super, so verstricke ich die Reste komplett weg und muss auch nichts Neues dazu anpacken. Aber vielleicht passiert's. Ich bin jetzt mal noch nicht so aufgeregt über diese Erkenntnis, die ich da hatte. Ich stricke jetzt einfach mal weiter und gucke, wie lang das Teil wird und wie es mir dann gefällt. Aber unten kommt dann auf jeden Fall auch wieder ein 1 rechts, 1 links Bündchen wie oben dran. Und dann schaue ich mal, ob es mir in Rot gefällt oder ob ich nicht doch noch irgendwo schwarze Wolle hervorkramen kann. Ja, also wenn ihr Lust habt, das nachzustricken, dann schaut die letzten 2 Episoden an. Da erkläre ich den Poncho etwas ausführlicher, wie ich den eben stricke. Aber super simpel, super zum Reste aufbrauchen. Und wirklich, das Schöne ist, es ist mindless. Ich muss überhaupt nicht nachdenken, kann nebenbei ein bisschen stricken und es geht schnell voran, weil ich 6 mm Nadeln benutze. Deswegen, ja, also der wächst. Ich glaube, ich habe es jetzt pro Episode geschafft, immer eine Farbe zu verstricken. Gucken wir mal, ob ich das bis zum nächsten Mal auch schaffe, denn A, hier habe ich ein bisschen mehr Rest und B, jetzt kommen noch 4 Oberteile, die ich euch zeigen will. Kommen wir also zu Projekt Nummer 4 und Oberteil Nummer 2 und zwar meinen Le Winterpuff. Und ui, jetzt sieht man es echt schön. Ja, wir haben hier auf meinem Kanal einen Knitterlong. Ich habe ausführlich, ich glaube, in der letzten Episode drüber gesprochen und auch die Preise gezeigt. In der Kurzfassung, wir stricken gemeinsam den Le Pouf von Hedgehog Fibers. Es gibt eine Cardigan-Variante. Damit habe ich eben mit den Halloween-Färbungen einen Le Halloween-Pouf gestrickt. Und jetzt gibt es auch noch eine Pullover-Variante. Jetzt stricke ich diese und verwende dafür andere Färbungen. Und der Knitterlong hat angefangen am 1. November und endet am 30. April. Geht also insgesamt 6 Monate lang. Es gibt was zu gewinnen, aber im Vordergrund steht Spaß haben, gemeinsam stricken. Alle Infos zu dem Karl guckt ihr euch am besten, ich glaube, die letzte Episode an, da erkläre ich noch ein bisschen mehr dazu. Und ja, ich komme voran mit meinem Le Winterpuff. Ich verstricke hier eigentlich nur 3 Farben. Und zwar verwende ich Naturschönheit, das ist dieses Weiß hier für die Bündchen. Und für den Hauptteil verwende ich tatsächlich nur 2 Farben. Hier oben sieht man Farbe 1 und Farbe 1, das ist Antique Teacup. Hier haben wir Farbe 1 und 2, das ist dann Antique Teacup und der gestiefelte Kater. Und im unteren Teil halte ich dann die Farbe Nummer 2 mit sich selbst doppelt. Und dadurch erziele ich eben diesen sanften Farbübergang der verschiedenen Färbungen. Ja, letztes Mal war ich bei dem Maschenmarkierer hier. Das heißt, ich habe in etwa 5 bis 6 cm dazu gestrickt. Und ich denke, allzu lange dauert es nicht mehr, bis ich das Bündchen hier stricken kann. Wir gucken es uns mal von der Rückseite her an. Durch das, dass der Le Pouf verkürzte Reihen hat, ist der Teil hier oben mit Farbe 1 und Farbe 1 am Rückenteil, wo die verkürzten Reihen sind, man immer hin und her strickt, um eben den Rücken ein bisschen hochzuziehen, ist dieser Abschnitt etwas größer als auf der Vorderseite.
Aber wenn ich jetzt mit Farbe 1 und 2, also dem zweiten Abschnitt, vergleiche, geht es doch ganz schön harmonisch über. Das heißt, ich glaube, das hier waren 40 Runden, wenn mich nicht alles irrt. Ich habe mir auch Maschenmarkierer hier auf den Seiten reingemacht. Ich muss nochmal nachzählen. Ich denke, das wird jetzt ungefähr die Hälfte sein. Wenn ich das nochmal dran stricke, ist es schon Zeit fürs Bündchen. Also gucken wir mal, wie schnell ich da vorankomme und was ich euch das nächste Mal zeigen kann. Aber eigentlich möchte ich mich gar nicht hetzen, weil ich wirklich auch bis Ende April mit euch stricken möchte. Aber nach dem Körperteil bin ich ja noch nicht fertig. Da gibt es ja dann noch sowas wie die Ärmel. Ja, also da geht's auch voran. Und ja, bei den ganzen Oberteilen, ich glaube, wenn dann Frühlingswetter ist und ich ganz viele fertige Winterpullis habe, schaue ich ein bisschen dumm aus der Wäsche, weil ich sie nicht anziehen kann. Aber wir gucken einfach mal, wie weit ich denn mit meinem dritten Oberteil bin. Mein drittes Oberteil ist der Lento und tatsächlich ist das auch mein dritter Lento, den ich stricke. Ich bin fertig mit den ganzen Raglan-Zunahmen und darf nun die Ärmel abteilen. So weit bin ich gekommen. Und oh, ich liebe dieses Teil jetzt schon. Ihr müsstet es anlangen können, wie schön luftig, fluffig, weich das Ganze ist. Ja, also, was verstricke ich hier oder was stricke ich hier überhaupt? Ich stricke den Lento. Der ist aus dem Lane-Magazin. Da ist ein Fehler drin. Und den Fehler habe ich. Habe ich es schon gemacht? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich es gemacht habe. Da ist ein Fehler und ich werde den hoffentlich auf der Ravelry-Projektseite eingetragen haben. Wenn nicht, ich habe in Episode 86, wenn mich nicht alles, diesen Fehler genau erklärt, damit ihr den nicht machen müsst. Ist nur eine Kleinigkeit und man muss nur Maschenmarkierer schieben und dann stimmt wieder alles. Ja, also schaut da gerne mal vorbei, falls ihr den Lento auch stricken möchtet. Denn den Lento zu stricken macht irre, irre Spaß. Ich habe jetzt schon zwei Stück gestrickt. Das ist jetzt eben mein dritter. Und dieses Mal verwende ich die Silver Glitter Bots. Das ist ein wunderschönes Delina Garn in Sockenwollstärke. Und komponiere es, das haben wir schon das zweite Mohair-Projekt, mit der Extraklasse in einem Pink. Und wenn ich die beiden Fäden eben doppelt halte, dann kommt eben dieses wunderschöne Bild hier raus. Die Färbung von den Silver Glitter Bots ist das hässliche Endline. Gab es, glaube ich, im letzten, vorletzten Shop-Update, war sofort ausverkauft. Aber man kann es wirklich mit allen möglichen Farben machen und dann mit dem Lace-Garn kombinieren. Macht echt Spaß. Das Bündchen wird auf kleinere Nadeln gestrickt, aber der ganze Rest auch auf 6 mm Nadeln. Das heißt, die Inspiration für meinen Poncho, so ein wunderschönes, luftiges Maschenbild zu erreichen und ein leichtes Oberteil, kommt vom Lento. Da verwende ich ja auch dann die 6 mm Nadeln beim Poncho, wie eben hier, habe ich mir die Idee quasi geklaut. Ja, und jetzt bin ich eben an der Stelle, an der ich dann die Ärmel abteile und dann wird nur glatt rechts in der Runde weiter gestrickt. Das Schöne ist, ich stricke Größe Nummer 2 und ich weiß ganz genau, dass ich von dem Garn in Sockenwollstärke 2 Knäuelchen brauche und davon 3, das sind 25 Gramm Knäuelchen, fluffiges Mohair-Garn, und davon 3 und dann habe ich ein Oberteil und das finde ich genial. Und es ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich den stricke, aber ich habe tatsächlich schon eine Idee für einen vierten. Aber ihr müsst jetzt einfach mal ganz laut Nein rufen, denn es kommen nochmal zwei Oberteile, die ich euch zeigen möchte. Deswegen packe ich den Lento jetzt zur Seite. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen anfixen und dass ihr Lust habt, den auch zu stricken. Er geht schnell, er ist einfach, tolle Anleitung. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen infizieren, inspirieren. Vielleicht habt ihr Lust, den auch zu stricken. Projekt 6, Oberteil Nummer 4. Habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Da hatte ich angefangen und jetzt bin ich ein Stückchen weiter und die Rede ist von meinem Wild Ivy. So weit bin ich im Moment. Also es ist ein bisschen was vorangegangen. Und jetzt erzähle ich euch erstmal ein bisschen was über die Anleitung und die Wolle und dann, wie es weitergeht bei dem Projekt. Also die Anleitung ist Wild Ivy von Woolen Pine und
Wer schon länger dabei ist, der weiß garantiert, dass ich Wool & Pine Designs echt toll finde. Ich meine, guckt euch das an. Wunderschön. Und mir gefällt die Farbe auch so gut. Deswegen habe ich mich eben für die Färbung Druid auf der TSM Decay entschieden. Man strickt das Ganze nämlich mit einem Decay-Garn. Und manchmal bekomme ich gesagt, dass ich die englischsprachigen Begriffe nicht verwenden soll. Tut mir leid, so funktioniert meine Strickwelt. Deswegen verlinke ich für alle, die auch noch englischsprachigen Anleitungen arbeiten, aber mit den Begrifflichkeiten noch nicht so klarkommen, da oben mal, ich glaube, hier muss ich hinzeigen, das Video Alles über Wolle, alles, was du über Wolle wissen musst oder so ähnlich. Und da erkläre ich dann auch die ganzen Garnstärken noch einmal, denn ich finde, heutzutage in der digitalisierten Welt ist es nicht schlecht, wenn man auch mit den englischen Begriffen klarkommt und dann hat man nämlich auch viel mehr Anleitungen zur Auswahl, nach denen man stricken kann. Also genau, ich verwende einen Decay-Garn, die TSM Decay, wunderschön Tencel, Merino und Seide in der Färbung Druid und weiß jetzt schon, dass ich eben ein bisschen was abändern werde an der Anleitung. Ich habe es das letzte Mal schon erwähnt. Ich werde definitiv lange Ärmel stricken und ich werde gucken, dass ich den Ausschnitt ein bisschen enger hinkriege. Und der wird nämlich, zeige ich euch das gute Teil nochmal, das hier war ja der Anschlag, der kommt dann da später darum. Ich werde dann einfach weniger Maschen aufnehmen, wenn ich denn dann zu weit bin, damit es ein bisschen enger wird und nicht ganz so großzügig. Genau, jetzt stricke ich eben gerade fleißig an dem Rückenteil. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich spitze mal in etwa 12 Reihen, die ich noch stricken muss. Und dann wird das Teil zur Runde geschlossen. Ach, das ist so schwierig zu präsentieren. Zur Runde geschlossen. Na! Und ich arbeite in der Runde weiter und darf da, glaube ich, auch schon mit dem herrlichen Muster anfangen, wenn mich nicht alles irrt. Auf das freue ich mich total, mal wieder ein bisschen was Spannenderes auf den Nadeln zu haben, als nur glatt rechts. Denn ja, die anderen Oberteile sind alle glatt rechts. Der Lipuff, der Poncho, der Lento, alle glatt rechts. Und das ist dann wieder mal ein bisschen was mit Muster und ein bisschen ausgefallener. Und das macht echt Spaß. Dadurch, dass die Wolle ein bisschen dicker ist, geht es eigentlich auch recht flott. Ich habe das jetzt an einem Tag, nicht am ganzen Tag, aber an einer Strickzeit, die ich halt pro Tag so habe, geschafft vom letzten Mal bis jetzt. Ich war da, wo der Maschenmarkierer ist und habe jetzt eben hier diese, weiß ich nicht, 5 cm oder so dazu gestrickt und bin zuversichtlich, dass ich das nächste Mal das Teil zur Runde geschlossen habe und ihr euch dann das Oberteil vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt als jetzt, wo es noch in Reihen gestrickt wird. Aber ja, toll geschrieben, die Anleitung. Ich liebe Anleitungen von Wool & Pine. Die sind klar geschrieben, verständlich, logisch, nicht so viel Blabla, sondern man strickt einfach, geht wunderbar. Ja, das heißt, ich freue mich drauf, daran ein bisschen weiter zu stricken. Aber ein Oberteil habe ich euch noch zu zeigen. Bevor wir das allerdings machen, geht es in die Shop News, denn das hat tatsächlich auch mit diesem neuen Projekt zu tun. Was es im morgigen Sonntags-Shop-Update geben wird, könnt ihr teilweise hier hinten sehen. Da drüben geht es noch weiter. Aber diese Färbungen hier findet ihr ab morgen wieder in dem Shop und zwar auf 5 verschiedenen Garnqualitäten. Jetzt zeige ich euch erstmal die Färbungen im Einzelnen. Denn dieses Update finde ich irgendwie toll, dass das so entstanden ist. Und zwar haben sich ein paar von euch bestimmte Färbungen gewünscht und als ich die Wunschliste so zusammengeschrieben habe und dieses Update geplant habe, ist mir aufgefallen, die passen super zusammen. Also, der erste Wunsch, der bei mir eintraf und der kam nicht nur einmal, war die Färbung Finsternis auf den Softsocks. Zeige ich euch jetzt alle, aber sie gibt es noch auf den Botsocks, der Sock Decay, der Merino 100% Aran. Softsocks habe ich schon gesagt. Und dann gibt es auch noch ein BFL Sockset. Also, die Färbung Finsternis haben sich viele gewünscht und vielleicht brauche ich den Strang hier für meinen Poncho, wenn ich unten das Bündchen dunkel stricken möchte. Gucken wir mal. Also, Finsternis. Dann wurde sich gewünscht und zwar sehr, sehr häufig. Caramel Camel ist eine der beliebtesten Färbungen überhaupt und mit Finsternis kombiniert. Sieht auch super, super klasse aus. Dann auch gewünscht war Vanilla Sky.
Ja, und dann hatte ich diese drei hier auf der Wunschliste und habe mir gedacht, okay, wir brauchen aber auch noch was Gespeckeltes. Also habe ich mir überlegt, was denn so dazu passen könnte und bin auf Hiding Place gekommen. Passt super zu Finsternis, zu Caramel Camel, aber auch zu Vanilla Sky. Also es sind wirklich, da ist alles irgendwie drin. Also Finsternis ist nicht drin, aber so viele verschiedene Farben, die da drin sind, die alle mit dem hier harmonieren. Da habe ich mir gedacht, eine einfarbige habe ich aber noch, denn die will ich eigentlich verstricken und den Traum habe ich schon total lange in meinem Kopf. Und zwar ist das die Färbung, Moment, Desert Storm. Würde auch zu Hiding Place passen, aber die machen sich so gut zusammen. Das ist, wie erkläre ich denn den Ton? Es ist kein Grau und auch kein Braun. So steinig irgendwie. Wunderschön. Oder beides. Es ist graubraun, ganz zart. Ein wunderschöner Ton. Und oh, ja, daraus wollte ich nämlich schon lange ein Oberteil haben. Ich erzähle euch gleich mehr dazu. Also, ihr findet eben diese fünf Färbungen, wie gesagt, auf den Botsock, Softsocks, der Merino 100% Aran und der Sock Decay. Das heißt, ihr könnt von Fuß bis Kopf wirklich alles stricken. Jede Garnstärke ist dabei. Aber dann habe ich auch noch ein Sockset für euch, weil ihr ja so auf die Socksets steht. Und zwar habe ich mir gedacht, wir kombinieren Hiding Place mit Caramel Camel. Und ich finde, passt Bombe. Ja, also ein weiteres Sockset findet ihr außerdem noch im Shop. Es ist ein ziemlich großes Shop-Update. Ich hoffe, die Wolle reicht lange und dass jeder da auch dann wirklich gut shoppen gehen kann. Deswegen wünsche ich euch schon mal jetzt viel Spaß beim Planen eurer Projekte und bei euren Einkäufen morgen. So, dann packe ich mal die Wolle wieder auf die Seite. Und dann zeige ich euch jetzt, ha, was ich Neues angeschlagen habe. Also, diese Idee habe ich wirklich schon ganz lange in meinem Kopf. Und zwar habe ich angeschlagen. Ich wollte es eigentlich noch nicht tun, aber ich musste es jetzt tun. Den No Frills von Petite Knits. Ja, oder Petite Knit. Oh. Die Anleitung ist ja uralt, steht hier irgendwo drauf. Nee, steht gar nicht drauf, von wann die ist. Doch, Moment, 2016. Also, ich überlege das schon einige Jahre und habe es nie gemacht. Es ist so ein super schlichter Basic-Pullover. Und die Farben, die hier gezeigt werden auf dem Bild, die sprechen mich auch sehr an. Es ist einfach nur ein Creme-Weiß. Und ich habe mich eben jetzt für Desert Storm entschieden. Für meine Größe brauche ich stricke Größe 2 und ich brauche drei Stränge der Softsocks und drei Knäulchen Mohairgarn. Und ich nehme jetzt die extra Klasse in Weiß. Ja, es ist ein Traumprojekt, das ich wirklich schon lange stricken wollte. Frag mich nicht, warum ich es nicht früher angefangen habe. Weit bin ich noch nicht, aber ich möchte euch jetzt meinen Fortschritt vom No Frills natürlich auch präsentieren. Ich habe gerade mal das Halsbündchen gestrickt, aber mir schon ganz viele Maschenmarkierer gesetzt, denn jetzt kommen dann Raglanzunahmen, verkürzte Reihen und oh, es ist so schön flauschig, kuschelig, weich und oh, im Gegensatz zu meinen anderen Mohair-Projekten, ich habe ja den, gucken wir es mal, den Poncho, den Lento und jetzt das hier noch. Ich habe jetzt drei Mohair-Projekte auf den Nadeln, aber im Gegensatz zu den anderen beiden nimmt man hier viel kleinere Nadeln, so viel kleiner jetzt auch nicht, aber kleinere Nadeln erhält ein anderes Maschenbild und ich glaube, das wird wirklich ein ganz tolles, schickes Oberteil. Dass ich wahrscheinlich nie anziehe, weil es zu schick ist. Mal gucken. Ah, wunderschön. Ich freue mich total drauf. Und es ist gar nicht so schwer zu stricken. Ich muss sagen, ich bin jetzt die Anleitungen gewöhnt von Woolen Pine oder jetzt eben den Lento, die so super simpel geschrieben sind. Ich muss gestehen, ich glaube, es ist die erste Anleitung von Petite Knit, die ich stricke. Oder die zweite, ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ich finde den Aufbau ein bisschen unübersichtlich, so auf den ersten Blick. Ich muss ein bisschen reinkommen. Es ist
verständlich geschrieben, aber so von der Optik her finde ich es jetzt nicht so perfekt. Aber es gibt ja Marker, das heißt, ich markiere mir einfach ganz schön viel und mache es mir so optisch ein bisschen so, wie es ich brauche, damit ich schnell nachgucken kann, weil ich bin keine, die Anleitungen wirklich Wort für Wort liest, sondern mehr so nach den Zahlen geht, wie viele Maschen ich stricken muss, bis ich irgendwas machen kann. Deswegen da jetzt noch ein kleines Manko, aber wir gucken mal, ob sich meine Meinung zu der Anleitung selbst noch ein bisschen ändert. Ich stricke wieder nach der englischsprachigen Anleitung, weil ich immer nach der englischsprachigen Anleitung stricke, aber die Anleitung gibt es auch auf Deutsch und in, ich glaube, noch in einigen anderen Sprachen und sie ist kostenpflichtig. Ich glaube, den No Frills kennt aber auch jeder, oder? Also ist so eine Anleitung, die wirklich jeder kennt. Ich glaube, im Deutschen heißt sie sowas wie kein Schnickschnack-Pullover oder irgendwie so. Genau, ja, soweit bin ich und bei dem Teil möchte ich mir wirklich so richtig schön viel Zeit lassen und ja, es genießen, es einfach nur genießen. Und wir gucken mal, ja, wie weit ich das nächste Mal bin. Denn wenn ich jetzt mal so überlege, ich habe aktuell, bin ich richtig, ja, ich habe 7 Projekte, die Woche hat 7 Tage. Und ich nehme jede Woche eine Episode für euch auf. Das heißt, ich habe immer nur ein Projekt, an dem ich pro Tag arbeiten kann und da komme ich gar nicht so weit. Wir gucken also mal, wie ich mich bis zur nächsten Episode entscheide, ob ich lieber was fertig bekommen will oder ob ich an allen ein bisschen arbeiten will. Ich mache mir jetzt gar keinen großen Plan, außer dass meine Februarsocken endlich fertig werden, damit ich mit den Märzsocken anfangen kann. Ja, am Ende dieser Episode sind wir nun angekommen und ich habe eine Frage in die Runde an euch, liebe Zuschauer. Mich würde interessieren, wie viele Oberteile hast du schon gestrickt und wie viele Oberteile hast du aktuell auf den Nadeln? Ich möchte wissen, ob mich hier irgendjemand übertrumpfen kann. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Episode hat dann nicht den Titel 6 Oberteile auf den Nadeln. Wir gucken mal. Bis zum nächsten Samstag. Tschüss.